singt uns etwas über ein Schiff. Und dieses Schiff, das heißt Mary Ann. Und mehr sage ich dazu nicht. Leider kommt nur noch eins hier. Könnt ihr auch meins haben. Ja? Das ist besser. Nimm's. Ja, liebe Gäste, und der Vorbereitung darf ich noch mal darauf hinweisen. Der erste Tag der neuen CD-Aufnahmen im Studio mit dem Nordseechor ist gerade vorbei. Es gibt in Kürze eine neue CD zu erwerben des Nordseechors mit dem neuen Programm. Sie haben fleißig geübt. Und wer mitüben will, der kann sich beim Chorleiter melden. Wir suchen immer noch, sind immer Menschen gesucht, die mitsingen wollen und mitmachen wollen. Und dann kann es losgehen. Mit 14 Jahren fing er ein Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er zum ersten Mal übers Meer. Er ist Mary Ann, und hat ein Schiff. Er hielt in die Treue, was die Heiler wecken. Es gab so viele Schiffe, so schnell und groß. Seemann hatte er seine 18 Karat. Und nach der dritten Reise, da war er schon matt. Und jener Kapitän war hinter ihm her. Doch fiel ihm das Wechsel so furchtbar schwer. Sie ist Mary Ann und war mein Chef. Er hielt ihr die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Und als er eines Tages erster Steuermann war, da liebte er ein Mädchen mit strohblondem Haar. Er gab ihr sein Herz, doch sie war ihm nicht treu, da fuhr er bald wieder zur See. Ahoi! Sie ist Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt ihr die Treue, was keiner bekriegt. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Nach jeder Reise schwor er, jetzt musste er ihn haben. Er schwor es als Kapitän, doch sie wurde sein Grab. Die Mary Ann sang am 19. Mai bei einem Orkan vor der Hudson Bay. Sie ist Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt ihr die Freude, was eine Lücke. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann, aber lief sie nicht los. Die Mary Ann, lief sie nicht los. Danke.